Hey Leute, ist wieder Pflanzen gegen Zombies. Plants vs. Zombies. Plantus vs. Zombus. An einem wunderschönen Samstagmorgen. Strahlend, sonniger und blauer Himmel. Und dabei gucken wir uns das Vorstadt-Lexikon an. Oder erstmal nur ein Teil davon. Das wird ganz schön viel... dann schon lange dauern hier in beiden Rubriken jeweils Pflanzen und Zombies alles vorzulesen. Deshalb nehmen wir uns erstmal in diesem Video nur die Pflanzen vor. Im nächsten gibt's dann die Zombies. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffentlich halbwegs Unterhaltung. Und eigentlich ist es mir so ein wissenswertes Video, um alles über die Pflanzen zu erfahren. Denn manche kennen wir ja auch gar nicht. Also legen wir einfach los. Erbsenkanone. Erbsenkanonen bilden die erste Verteidigungslinie. Sie schießen mit Erbsen auf angreifende Feinde. Der Schaden ist normal. Und jetzt kommt so eine ganz ulkige Beschreibung. Wie kann eine Pflanze nur so schnell viele Erbsen bilden und verschießen? Zitat der Erbsenkanone. Harte Arbeit, Engagement und ein ausgewogenes Frühstück aus Sonnenlicht und Kohlendioxid machen das möglich. Kosten 100 Sonnen und aufladen geht schnell. Die Sonnenblume. Sonnenblumen sind wichtig, denn sie produzieren Sonnen. Pflanze so viele wie möglich. Sonnenproduktion normal. Sonnenblumen wiegen sich gern zu Musik. Zu welcher Musik? Zum lebensspendenden Rhythmus der Erde natürlich. Diesen können nur die Sonnenblumen hören. Kosten 50 Sonnen, aufladen schnell. Kirschbombe. Kirschbomben sprengen alle Zombies in einem Bereich. Sie haben eine kurze Lunte. Pflanze sie nah bei Zombies. Schaden enorm. Ah, nicht so enorm. Bereich alle Zombies in mittlerer Entfernung. Nutzung einmalig. Sofort. Und jetzt kommt eine ganz nette Beschreibung. Ich könnte explodieren, sagt Kirsch 1. Nein, lass uns lieber platzen, sagt ihr Bruder. Nach kurzer Diskussion beschließen sie beide einfach zu platzodieren. Kosten 150 Sonnen aufladen. Sehr, sehr langsam. Die Walnuss. Walnüsse haben harte Schalen, mit denen sie andere Pflanzen beschützen können. Ausdauer hoch. Die Leute fragten sich, wie ich es nur aushalte, ständig von Zombies angeknabbert zu werden, sagt Walnuss. Ganz einfach. Ich bin relativ unempfindlich und spüre dabei nur ein leichtes Kribbeln. Wie bei einer entspannenden Massage. Kosten 50 Sonnen, aufladen langsam. Die Kartoffelmine, Kartoschki-Mine. Sie haben große Kraft, brauchen aber Zeit zum Aufladen. Pflanze sie in einiger Entfernung von Zombies, sie explodieren bei Kontakt. Schaden enorm, Bereich alle Zombies in kleinem Bereich, Nutzung einmalig verzögert. Die Kartoffelmine gilt als faul, weil sie alles immer auf den letzten Drücker tut. Sie selbst sagt das nicht, sie grübelt über die beste Geldanlage nach. Kosten 25 Sonnen, aufladen langsam. Die Hagelzusa, die Hagelzuckererbse. Hagelzuckererbsen verschießen gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Schaden normal, verlangsamt Zombies. Die Leute sagen immer, wie cool sie sei. Sie sagen, sie solle einen kühlen Kopf bewahren. Hagelzuckererbse verdreht nur die Augen. Gibt es keine originellen Sprüche mehr? Kosten 175 Sonnen. Aufladen schnell. Der Schnapper. Schnapper verschlingen ganze Zombies, sind aber während des Kauens hilflos. Schaden enorm, Bereich sehr gering, Besonderheit lange Kauzeit. Schnapper wäre fast Stuntman in Hollywood geworden, aber sein Agent verlangte zu viel Gage. Es hat ihn aber nicht verbittert. Das gehöre zum Geschäft, sagt er. Kosten 150 Sonnen, aufladen schnell. Duplinator. Duplinatoren verschießen zwei Erbsen auf einmal. Schaden enorm. Pro Erbse, Feuerrate mal 2. Der Duplinator ist cool. Er stammt von der Straße. Er lässt sich von niemandem provozieren, ob Pflanze oder Zombie. Und er hält sich andere mit Erbsen vom Leib. Insgesamt sehnt er sich jedoch nach Liebe. Voll der Gangsterboss. Kommen die Pilze, die Nachtpflanzen. Pustepilz. Pustepilze sind preiswert, feuern jedoch nur über kurze Distanz. Schaden normal, Bereich gering und schläft am Tag. Ich weiß erst seit kurzem, dass es Zombies gibt, sagt Pustepilz. Wie viele Pilze nahm ich an, dass sie einfach nur Märchen oder Filmfiguren sind. Dieses Erlebnis hat mir endlich die Augen geöffnet. Kosten null Sonnen, billiges Schnippchen, sag ich nur. Aufladen sogar schnell. Der Sonnenpilz. Der sehr einem Mushroom aus der Super Mario-Reihe ähnelt. Sonnenpilze geben dir zuerst kleine, später normale Sonnen. Sonnenproduktion gering, dann normal und schläft am Tag. Der Sonnenpilz hasst die Sonne. Er hasst sie so sehr, dass er sie sofort ausspuckt. Sobald sich Sonnen in ihm bilden, er kann sie einfach nicht ausstehen. Er findet sie nur ätzend. Das ist nice. Kosten 25 Sonnen, aufladen schnell. Der Stinkepilz. Stinkpilze verströmen giftige Dämpfe, die Fliegengitter glatt durchdringen. Schaden normal, durchdringt Fliegengitter. Bereich alle Zombies in der Giftwolke und schläft am Tag.
Ich war ganz unten, musste Hefesporn für eine Bäckerei erstellen, sagt er. Dann erzählte mir der gute Pustepilz von dieser Chance, Zombies wegzupusten. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Kosten 75 Sonnen. Auf Land schnell. Der Grabfresser, der ja auch logischerweise genau wie eine Pflanze aussieht mit seinem Jesuskranz, oder das ist... Pflanze Grabfresser auf Gräbern, um Gräber zu entfernen. Nutzung einmalig, muss auf Gräbern gepflanzt werden. Besonderheit entfernt Gräber. Trotz seines gefährlichen Aussehens möchte der Grabfresser betonen, dass er Kätzchen liebt und in seiner Freizeit ehrenamtlich in einer Zombie-Besserungsanstalt arbeitet. Es ist mir ein inneres Bedürfnis, sagt er. Kosten 75 Sonnen, aufladen schnell. Hypnopilz. Wenn Zombies Hypnopilze fressen, machen sie kehrt und kämpfen für dich. Nutzung einmalig bei Kontakt. Besonderheit bringt einen Zombie dazu, für dich zu kämpfen und schläft am Tag. Zombies sind unsere Freunde, versichert Hypnopilz. Sie werden stets verkannt. Dabei spielen sie eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Wir müssen sie dazu bringen, so wie wir zu denken. Kosten 75 Sonnen auf Land langsam und hofft man nicht, Junge. Angsthasenpilz, den finde ich ja richtig unnötig. Angsthasenpilze sind Distanzschützen, die sich verstecken, wenn sich Feinde nähern. Schaden normal, besonders hört auf zu schießen, wenn Feinde in der Nähe sind. Schläft und sagt, wer ist da? Flüstert Angsthasenpilz mit kaum hörbarer Stimme. Geh weg, ich will niemanden sehen, nur den Mann aus dem Zirkus. Kosten 25 Sonnen, aufladen schnell. Eisepilz. Eispilze lassen vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Schaden sehr gering, lähmen Zombies. Bereich alle Zombies auf dem Bildschirm, Nutzung einmalig, sofort. Schläft am Tag. Eispilz wirkt mürrisch. Aber nicht, weil er unglücklich oder abweisend ist, sondern wegen einer alten Verletzung, die seine Gesichtsnerven lähmt. Kosten 75 Sonnen, aufladen sehr langsam. Unheilspilz oder Atompilz. Unheilspilze zerstören alles in einem großen Bereich und hinterlassen einen nicht bepflanzbaren Krater. Schaden enorm. Bereich alle Zombies im großen Umkreis. Nutzung einmalig sofort. Besonderheit hinterlässt einen Krater und schläft am Tag. Sei froh, dass ich auf deiner Seite bin, sagt er. Ich könnte alles zerstören, was du liebst. Gar kein Problem für mich. Kosten 125 Sonnen, aufladen sehr langsam. Seerosenblatt. Zum Platzieren von Nichtwasserpflanzen gedacht. Besonders Nichtwasserpflanzen können darauf platziert werden. Das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Und muss in Wasser gepflanzt werden. Jetzt kommen ja die Wasserpflanzen. Das Seerosenblatt beschwert sich nie. Es interessiert sich nicht für seine Umwelt. Pflanze etwas auf ihm drauf. Es wird kein Piep sagen. Ob es wohl üble Ansichten oder schockierende Geheimnisse hat, niemand weiß es. Das Seerosenblatt behält immer alles für sich. Kosten 25 Sonnen, aufladen schnell. Der Matschkürbis, oder ich nenne ihn auch gerne Klavutke. Ein Matschkürbis zermatscht den ersten Zombie, der in seine Nähe kommt. Schaden enorm. Bereich geringe Reichweite zermatschten Zombies, auf denen sie landen. Nutzung einmalig. Ich bin bereit, brüllt Matschkürbis. Auf geht's, pflanzt mich. Ich bin der Beste, ich bin ein Mann. Na los, worauf wartest du? Ich brauche das. Kosten 50 Sonnen, aufladen langsam. Triplinator benutze ich auch nicht allzu oft. Triplinatoren verschießen Erbsen in drei Reihen. Schaden normal, je Erbse, Bereich drei Reihen. Triplinator liebt Bücher, Backgammon und lange Ruhepausen im Park. Er geht gerne in Konzerte und steht besonders auf modernen Jazz. Ich suche immer noch nach meinen Seelenverwandten, sagt er. Seine Lieblingszahl ist die 5. Okay, also da waren die auch leicht betrunken, wie die PopCap-Entwickler, kann das sein? Naja, Kosten 325, Sonnen aufladen schnell. Schlingtang. Schlingtang ist eine Wasserpflanze, die den ersten Zombie, der sich nähert, unter Wasser zieht. Schaden enorm, Nutzung einmalig bei Kontakt und muss in Wasser gepflanzt werden. Ich bin völlig unsichtbar, denkt er von sich. Ich verstecke mich einfach unter Wasser und niemand sieht mich. Seine Freunde versichern ihm ständig das Gegenteil, aber er will es nicht einsehen, der Spanner. Kosten 25 Sonnen, aufladen langsam. Jalapeno. Jalapenos zerstören eine ganze Reihe von Zombies. Schaden enorm. Bereich alle Zombies in einer Reihe. Nutzung einmalig sofort. Niau, sagt Jalapeno. Er wird nicht explodieren. Noch nicht. Aber bald. Sehr bald. Es dauert nicht mehr lange. Er weiß es. Er spürt es. Sein ganzes Leben läuft auf diesen Moment hinaus. Kosten 125 Sonnen, aufladen sehr langsam. Ein 2-Sekunden-Leben. Stachelkraut. Stachelkraut zerstickt die Reifen und verletzt Zombies, die drauftreten. Schaden normal. Bereich alle Zombies, die drauftreten. Besonders nicht von Zombies fressbar. Aber eben von Zombie-Fahrzeugen kaputtbar. Also können ja Zombie-Fahrzeuge können das Ganze kaputte machen.
Stachelkraut steht total auf Hockey. Er hat sogar eine Saisonkarte. Er weiß alles über seine Lieblingsspieler und er räumt regelmäßig bei den Hockeywetten im Büro ab. Es gibt nur ein Problem. Er hat panische Angst vor Pucks. Kosten 100 Sonnen. Aufladen schnell. Das Zunderhölzchen. Erbsen, die durch Zunderholz fliegen, werden zu Feuerbällen, die doppelt so viel Schaden verursachen. Besonderheit verdoppelt den Schaden hindurchfliegender Erbsen. Feuerbälle verletzen beim Aufprall in der Nähe befindliche Zombies. Alle mögen und respektieren Zunderholz wegen seiner Integrität und weil er die Wirkung von Erbsen maximiert. Er hat aber ein Geheimnis. Kann nicht lesen. Kosten 175 Sonnen. Aufladen schnell. Hochwalnuss. Hochwalnüsse sind massive Pflanzen, die nicht übersprungen werden können, aber eben von Leitern übergangen werden können. Ausdauer sehr hoch, Besonderheit nicht überspringbar. Viele wüssten gerne, ob eine Rivalität zwischen Walnuss und Hochwalnuss besteht. Hochwalnuss lacht mit tiefer Stimme. Wieso sollen wir uns nicht verstehen? Wir sind Brüder. Ich habe Walnuss viel zu verdanken. Dann schweigt Hochwalnuss und lächelt und verschwindet im Grau der Nacht. Kosten 125 Sonnen, aufladen langsam. So, jetzt kommen wir zu den Pflanzen, die wir nicht kennen sollten, aus der Nebelwelt. Und zwar eine Poolnachtpflanze, ist auch was Besonderes. Die einzige. Und zwar der Meerpilz. Meerpilze sind Wasserpflanzen, die über kurze Entfernung Sporen verschießen. Schaden normal, Bereich gering. Muss in Wasser gepflanzt werden und schläft am Tag. Meerpilz war noch nie am Meer. Er heißt zwar so und hat schon viel darüber gehört, aber es hat sich nie ergeben. Eines Tages jedoch will er es sich ansehen. Kosten 0 Sonnen, dafür lädt er eben langsam auf. Die Pflanterne, auch keine wirkliche Pflanze. Pflanternen erleuchten ein Gebiet und lassen dich durch Nebel sehen. Wie schon gesagt, vierte Welt ist die Nebelwelt. Bock gar nicht. Auf jeden Fall. Bereich, eine Reihe. Besonderheit hilft durch Nebel zu sehen. Pflanterne ist ein Wunder der Natur. Andere Pflanzen brauchen Licht und erzeugen Sauerstoff. Er jedoch braucht Dunkelheit und erzeugt Licht. Logisch. Er verrät aber nicht, wie es funktioniert. Ich würde es nicht Zauberei nennen. Eher dunkle Kräfte. Ich sollte nicht darüber reden. Okay. Kosten 25 Sonnen, aufladen langsam. Übrigens die Hälfte ungefähr durch. Kakti. Kakteen verschießen Stacheln, die den Boden und Luftziele treffen. Schaden normal. Ich dachte, die ziehen ein bisschen mehr wie eine Erbse, aber egal. Bereich Boden und Luft. Sie stichelt gern. Ah, ist weiblich. Doch täuscht ihre stachelige Haut über ihr weiches Herz hinweg. Sie möchte einfach nur umarmen und umarmt werden. Viele kommen damit nicht klar, aber Kakti ist es egal. Sie ist seit einer Weile mit einem Gürteltier zusammen und scheint gut zu laufen. Kosten 125 Sonnen, aufladen schnell. Das, wie ich finde, nicht sehr nützliche Wehblatt. Das war wahrscheinlich noch so ein Blatt, um die ganzen Pflanzen einfach zu stopfen, die Anzahl. Wehblätter pusten Ballonzombies und Nebel fort. Nutzung einmalig, sofort. Besonderheit pustet Ballonzombies fort, die jedoch wiederkommen, muss man sagen. Als Wehblatt 5 Jahre alt war, bekam er eine Geburtstagstorte. Er pustete und pustete, konnte aber trotz aller Bemühungen nur 60% der Kerzen ausblasen. Doch er gab nicht auf und betrachtete diese Niederlage als Ansporn, sich nur noch mehr anzustrengen. Siehst du, voll der Fehler und unnötige Pflanze, die dazu auch noch 100 Sonnen kostet, wenigstens das Aufladen schnell. Die Knallerbsen benutze ich auch fast nie. Knallerbsen verschießen Erbsen nach vorn und hinten. Schaden normal, Bereich nach vorn und hinten. Feuerrate mal 1 nach vorn, mal 2 nach hinten. Gegen Buddler ist das ja gedacht, Buddelzombies. Bin ich ja letztens im Überlebensmodus ein bisschen dran gescheitert. Also nur ein bisschen. Ja, ich bin Zwilling, sagt Knallerbse. Tolle Überraschung, was? Aber 2 Köpfe zu haben, beziehungsweise einen Kopf und einen kopfähnlichen Auswuchs am Rücken, macht sich in meinem Job bezahlt. Kosten 125 Sonnen auf Land schnell, also so siamesische Zwillinge-like oder was. Die Sternfrucht, die es ja auch wirklich gibt, dann hat sie einen anderen Namen oder so. Sternfrüchte verschießen Sterne in 5 Richtungen. Schaden normal, Bereich 5 Richtungen. Oh Mann, sagt Sternfrucht. Ich war letztens beim Zahnarzt und habe angeblich 4 Löcher. Dabei habe ich nur, guck mal, einen Zahn. 4 Löcher in einem Zahn? Wie ist das nur möglich? Wisst ihr, was ich gerade witzig finde? Die schreiben sie, guck mal mit K. Die offizielle deutsche richtige Rechtschreibung, okay, das ist doppelt gemoppelt, Rechtschreibung, besagte, dass es mit G geschrieben wird. Und letztens habe ich mit Gobbel darüber diskutiert, ob gucken mit G oder mit K geschrieben wird. Er war der festen Überzeugung, dass es mit K geschrieben wird. Ich so, nein, es wird mit G geschrieben. Hat er in der Deutscharbeit das mit K geschrieben. Und dann war es ihm falsch. Und dann habe ich so gedacht, ha, und jetzt sehe ich das so. Naja.
Lässt sich drüber streiten, Gobbel. Wahrscheinlich schaust du es sowieso nicht. Naja. Kosten 125 Sonnenaufladen schnell. Jetzt kommt der Kürbis Kürbeli. Ja, auch eine gar nicht mal so unnützliche Pflanze. Kürbisse, Kürbis Kürbeli. Beschützen mit ihrer Schale andere Pflanzen. Ausdauer hoch, Besonderheit kann auf anderen Pflanzen platziert werden. Jetzt doppelt moppelt euch doch nicht alle mal so. Kürbis hat seit längerem nichts von seinem Cousin Ranfield gehört. Er soll angeblich ein großer Star sein. Eine Art, was weiß noch, Sportikone? Peggelmeister? Kürbis weiß es nicht. Er tut einfach nur seinen Job. What the fuck is the Peggelmeister? Egal. Kosten 125 Sonnen, aufladen langsam. Wir haben jetzt viel mit 125 Sonnen in der Reihe. Egal. Magnetpilz. Magnetpilze entfernen Helme und andere metallische Objekte von Zombies. Bereich in der Nähe befindliche Zombies. Besonders entfernt metallische Objekte von Zombies. Jetzt wiederholt euch nichts. Oh! Schläft am Tag. Magnetismus ist eine mächtige Kraft. Sehr mächtig. Sie macht Magnetpilz manchmal selbst ein bisschen Angst. Er weiß nicht, ob er eine so große Verantwortung tragen kann. Kosten 100 Sonnen aufladen schnell. Naja, er trägt ja die Helme an sich. Haha. Er kann es also tragen. Ah. Okay. Jetzt kommen wir jetzt zu den Katapulten. Die haben wir jetzt im Abenteuermodus auf der letzten Welt, der Dachwelt, nicht gesehen. Aber die kennt ihr, glaube ich, auch schon jetzt durch mein Let's Play, wenn ihr es gesehen habt. Cola-Pult. Kann man auch mit Coca-Cola verwechseln. Das soll aber halt von Kohl kommen. Cola-Pulte schleudern Kohlköpfe auf den Feind. Schaden normal, Bereich Wurfweite. Cola-Pult macht es nichts aus, Zombies mit Kohl zu bewerfen. Dafür wird er schließlich bezahlt. Und er macht es gut. Er versteht nur nicht, wie die Zombies überhaupt aufs Dach gelangen können. Kosten 100 Sonnen auf Land schnell. Jetzt kommt die logischste Pflanze überhaupt, Herr Blumentopf. Mit Blumentöpfen kannst du auch das Dach bepflanzen. Besonders damit kannst du das Dach bepflanzen. Ich bin ein Topf für Pflanzen, aber ich bin auch selbst eine Pflanze. Na, explodiert dir schon der Kopf? Ja und wie. Kosten 25 Sonnen auf Land schnell. Kornapult. Kornapulte schleudern Maiskörner und Butter auf Zombies. Schaden gering vom Korn, aber Butter hat er schon ein bisschen mehr drauf. Bereich Wurfweite, Besonderheit Butter lähmt Zombies. Kornapult ist der älteste der Pultbrüder und Korner ist der einzige der drei, der immer an die Geburtstage denkt. Er zieht die anderen auch ein bisschen damit auf. Kosten 100 Sonnen auf Lunchen nehmen. Die Kaffeebohne. Ist auch eine nice Idee. Mit Kaffeebohnen kannst du schlafende Pilze wecken. Nutzung einmalig sofort. Besonderheit kann auf anderen Pflanzen platziert werden, weckt Pilze auf. Hey Leute, hallo, ruft Kaffeebohne. Hey, was geht ab? Wer ist denn das? Hey, habt ihr das Ding da gesehen? Was für ein Ding? Ui, Löwen! Ja, Kaffeebohne ist ganz schön aufgekratzt. Wir sind hier einfach aufgeweckt. Kosten 75 Sonnen, aufladen schnell. Knoblauch halte ich jetzt auch nicht allzu viel von, kennen wir aber schon aus dem letzten Video. Leitet Zombies in andere Reihen um. Nutzung bei Kontakt. Besonders leitet Zombies in andere Reihen um. Reihenumleitung ist nicht nur sein Beruf, sie ist auch sein Hobby. Knoblauch hat einen Doktortitel in Umleitung der Uni Brüssel. Er könnte sogar den ganzen Tag darüber reden. Sogar zu Hause leitet er alles Mögliche um. Seine Frau hat sich mittlerweile damit abgefunden. Okay, der Text ist nie schlecht. Kosten 50 Sonnen, aufladen schnell. Das, wie ich finde, komplett unnötige und was ich nie gebrauchen werde, Schirmblatt. Schirmblätter schützen benachbarte Pflanzen vor Bungees und Katapulten. Besonders schützt benachbarte Pflanzen vor Bungees und Katapulten. Jetzt ist aber mal gut. Alles doppelt gemoppelt. Spring, ruft Schirmblatt. Hat's dir gefallen? Gleich nochmal. Spring, juhu, toll nicht. Ich spanne mich einfach auf und beschütze meine Umgebung. Ja, so mache ich das. Genauso, echt wahr. Crazy Typ. Kosten 100 Sonnen auf Landstelle. Um solchen crazy Typen will ich mich gar nichts abgeben. Ringelblume. Habe ich zuerst im Zen-Garten kennengelernt. Das ist so, was seine eigenen Pflanzen aufziehen kann und dadurch nur Gewinn machen kann an Geld. Indem man es an der P-Day verkauft. Werde ich euch jetzt aber nicht noch zeigen. Ringelblumen geben dir Silber- und Goldmünzen. Besonderheit gibt Münzen. Ringelblume überlegt immer lang, ob sie eine Silber- oder eine Goldmünze ausspucken soll. Oh, gib Gold, gib Gold. Sie grübelt und wägt ab. Außerdem liest sie gern und verfolgt das aktuelle Geschehen. So halten sich Siege auf dem Laufenden. Kosten 50 Sonnen aufladen langsam. Melonapult. Melonapulte verursachen großen Schaden an Gruppen von Zombies. Schaden schwer. Bereich Wurfweite. Besonders Melonen verletzen beim Aufprall in der Nähe befindliche Feinde. Melonapult kennt keine falschen kennt keine falsche Bescheidenheit. Ich habe eindeutig den härtesten Schlag auf dem gesamten Rasen, sagt er. Ich prahle nicht. Sieh dir die Zahlen an, dann glaubst du es. Kosten unglaublich teure 300 Sonnen, aber die zahlen sich aus. Ich meine, welcher Zombie will schon gerne eine Wassermelone auf den Kopf bekommen. Auf Land schnell. So, jetzt kommen die ganzen hier
im Hintergrund lila markierten Pflanzen, die man nur bei Dappy Dave in seinem Kofferraum kaufen kann, die man auch nur auf anderen Pflanzen platzieren kann. Das heißt, wir sehen hier den Sonnenpreis dieser Pflanzen, aber offiziell kosten sie eben noch mehr, da man eben den Preis der letzten Pflanze ausgeben muss, auf die man diese Dappy Dave Pflanze, nenne ich sie mal, platzieren muss. Fangen wir mit der MG-Erbse, die sollte euch schon mal bekannt sein. Also MG, Luxurious Maschinengewehr, Erbsen, verschießen 4 Erbsen auf einmal. Schaden normal, je Erbse, Feuerrate mal 4. Jedoch muss das Ganze eben auf einem Dubliner Toren gepflanzt werden. Die Eltern von MG-Erbse waren nicht glücklich, als sie zur Armee wollte. Schatz, das ist doch zu gefährlich, beschworen sie ihn. Ey, doch gab nicht nach. Leben ist gefährlich, sagt er mit stahlharter Überzeugung. Kosten 250 Sonnen plus eben die 200 Sonnen des Dubliner Toren macht unglaublich teure 450 Sonnen aufladen. Bei der MG-Erbse jedoch sehr langsam. Die Doppelsonnenblume, die ist korrekt. Doppelsonnenblumen erzeugen doppelt so viele Sonnen wie normale Sonnenblumen. Was für eine schwere, verstehbare Erklärung. Kann man gar nicht vom Namen ablesen. Sonnenproduktion doppelt so viele, jedoch muss das Ganze auf einer Sonnenblume logischerweise gepflanzt werden. Doppelsonnenblumen entstand bei einem verunglückten Experiment mitten in der Nacht. Missgeburt. Donner krachte, seltsame Lichter flackerten und sogar der heulende Wind schien seinen Unmut Luft zu machen. Doch vergeblich. Doppelsonnenblumen lebte. Sie lebte. Kosten 150 Sonnen plus die 50 Sonnen der Sonnenblumen. Macht 200 Sonnen für 2 Sonnenblumen auf einmal auf einem Feld. Aufladen ist sehr langsam. Der Stinkmorchel, der stinkt nicht nur mir, der stinkt auch selber. Nein, ich benutze diese Pflanze nicht, finde sie sieht eklig aus, aber irgendwie benutzen sie in so manchen Gameplays, die ich gesehen habe, schon einige. Ich finde sie irgendwie Quatsch. Naja, egal. Ich verstehe diese Pflanze einfach nicht, ich finde sie behindert. Stinkmorchel. Stinkmorcheln stoßen giftige Dämpfe um sich herum aus. Also ähnlich wie eine Sternfrucht oder so. Muss jedoch auf Stinkpilzen gepflanzt werden. Ich lasse gerne mal ein bisschen Dampf ab, sagt Stinkmorchel. Viele finden das ja nicht so toll. Sie finden es unfein oder mögen den Geruch nicht. Ich kann dazu nur sagen, hättet ihr es lieber, dass Zombies euer Gehirn fressen? Stopp, 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 sie fressen nicht euer Gehirn. Ihr besitzt überhaupt kein Gehirn, ihr seid Pflanzen. Das von mir, dem Spieler, wollen sich fressen. Kapiert? Kosten 150 Sonnen plus die 75 Sonnen Stinkpilzes macht nach Adam Riese. Ich liebe den Spruch nach Adam Riese. 225 Sonnen. Aufladen sehr langsam. Das Katzenschwänzchen, auch eine sehr logische Pflanze, natürlich auch wieder so eine Missgeburt wie die Doppelsonnenblume oder was, aber sehr, sehr effektiv. Der Preis zahlt sich aus. Katzenschwänze greifen beliebige Reihen an und schießen Ballonzombies ab. Jedoch muss das Ganze auf einem Seerosenblatt gepflanzt werden. Wow, sagt Katzenschwanz. Wow, wow, wow. Verwirrt dich das? Sollte ich lieber Mau sagen? So wie eine Katze, bloß weil ich Katze im Namen trage und auch wie eine aussehe? So läuft das hier nicht. Ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken. Blom, da bist du schon drin. Kosten 225 Sonnen plus die super teuren 25 Sonnen eines Seerosenblatt. Macht 250 Sonnen für einen Katzenschwanz. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Schießt in jede Richtung. Schießt sogar nach hinten. Schießt sogar in einen sehr schnellen Takt. Schießt sogar Ballonzombies ab. Und das Ganze ist ja eigentlich nur so Schlingentang oder sowas. Also es hat eigentlich gar keine Stacheln. Schon echt krass. Aufladen sehr langsam. Also eine mega overpowerte Pflanze. Die sich aber auch bezahlt. Die Wintermelone da einmal bitte. Die blaue Wassermelone. Verursachen großen Schaden, verlangsamen Gruppen von Zombies. Schaden sehr groß, Bereich, Wurfweite, Feuerrate anderthalb mal anderthalb, 0,5 oder 1,5, egal. Besonderheit, verletzen beim Aufprall nahe Feinde und frieren sie ein, jedoch muss das Ganze auf einem Melonapult gepflanzt werden. Ihr merkt schon, das wird nicht billig. Wintermelone versucht sich zu beruhigen. Er hört herannahende Zombies. Wird er schaffen? Wird irgendwer es schaffen? Kosten 200 Sonnen plus 300 Sonnen eines normalen Melonapults macht 500 Sonnen nur für eine Wintermelone, die ja gleichzeitig noch sehr langsam auflädt, wie glaube ich jede Pflanze von Dappy Dave. So, Endspurt. Goldmagnet. Goldmagnete sammeln Münzen und Diamanten für dich. Muss jedoch auf einen Magnetpilzen gepflanzt werden, den man zusätzlich, wenn man bei Tag spielt, noch mit einer Kaffeebohne wecken muss. Auch bedenken. Was mache ich hier? Fragt Goldmagnet. Ich war ganz oben. Büro mit Ausblick. Alle Vergünstigungen. Vorzugsaktien. Vorzugsaktien. Ich sollte Vizepräsident von Midwestern Operations werden. Und jetzt bin ich hier. Auf diesem Rasen. Und laufe Gefahr, zu Tode gefressen zu werden. Oh, eine Münze. Kosten 50 Sonnen plus 100 Sonnen eines Magnetpilzes macht schon mal 150 Sonnen plus theoretisch noch eine Kaffeebohne, wenn man sie braucht am Tag, macht 225 Sonnen für einen Goldmagneten am Tag. Aufladen sehr langsam.
Stachelstein, auch wieder eine sehr, sehr logische Pflanze natürlich. Na, auf jeden Fall. Stachelsteine zerstechen mehrere Reifen und verletzen Zombies, die drauftreten. Muss jedoch auf einem Stachelkraut gepflanzt werden. Und hat eben den Vorteil, dass es nicht gleich nach einem Drüberfahren eines Zombie-Geräts, wie Zomboni, also den Zombie-Eiswagen oder so ein Turnlehrer-Gefährt, der da mit seinem Katapult Basketbälle abschießt, dass er nicht nach einem Treffer Schrott geht, sondern der hält schon mehr aus. Stachelstein ist gerade von einer Europareise zurückgekehrt. Es war fantastisch. Fantastisch mit PH, okay. Er lernte viele nette Leute kennen und erweiterte seinen Horizont enorm. Nie hätte er gedacht, dass es so große Museen mit so vielen Gemälden darin gibt. Das war eine Riesenüberraschung für ihn. Kosten 125 Sonnen plus 100 Sonnen des Stachelkrauts macht 225 Sonnen für den Stachelstein aufladen. Sehr langsam, lohnt sich aber. Ah, Leute, jetzt wird's erstmal richtig teuer und richtig crank. Die Maiskanone am Start. Klick auf die Maiskanone, um tödliche Maisgolben abzufeiern. Klick, klick, klick. Muss auf zwei nebeneinander stehenden Cornerpulten gepflanzt werden. Und braucht dann ja auch noch eine Zeit, bis es auflädt. Ne? Ich meine, muss sagen, das ist eine Kirschbombe, die eben dauernd auflädt, so ungefähr. Die man dann auch perfekt gezielt schießen kann, sodass man nie irgendwas freihalten muss. Man kann überall hinschießen, wo man will eigentlich. Lädt halt auch noch auf, aber das ist echt teuer, Guys. Was ist nur mit Maiskanone los? Er ging nach Harvard, wurde Anwalt in einer angesehenen New Yorker Firma. Er kann ganze Zombie-Gruppen mit einem Maiskolben sprengen. Jeder weiß das, aber wer weiß schon, wie er wirklich tickt. Kosten 500 Sonnen plus 200 Sonnen logischerweise für zwei Cornerpulte macht 700 Sonnen für eine Maiskanone. Und aufladen tut das Ganze wie jede von Dappy Daves Pflanzen auch noch sehr langsam. Heilige Kacke. Das war's, das Vorstand-Lexikon. Ich sollte jetzt schweigen und das für eine Weile. Ich habe jetzt echt viel geplappert. Vielleicht hat es euch ja halbwegs unterhalten. Auf jeden Fall waren die Texte sehr unterhaltsam, sehr kreativ noch sowas einzubauen. Gefällt mir und wir sehen uns bei dem zweiten Teil, das Vorstand-Lexikon, bei den Zombies wieder. Wird aber nicht ganz so lang. Also bis dann.